es ist jetzt 19 Uhr. Ich habe den linken Balancer getauscht, das ist ja wie das Kabelchaos. Also ja, man sieht Westech, Westech, Loadchamp, das sind alles die gleichen Geräte, nur anders gelabelt. Der Loadchamp hat einen defekten Westech ersetzt und jetzt können diese vier Batterien tatsächlich auch länger halten. Also die halten jetzt sogar 3 bis 4 Stunden nach Sonnenuntergang. Also es muss wirklich so gewesen sein, dass ein Load Balancer defekt war und ja, sehr viel Strom verbraucht hat, sage ich jetzt mal, und die Batterien dadurch vorzeitig auch entladen waren. Und auch, ja, ich glaube, so kam es dann auch, dass über Nacht dann irgendwann mal die Batterien so weit tief entladen waren, dass der Masterbau gesagt hat, nee, da lade ich jetzt leider nichts mehr auf. Die Battery Voltage 45, also hat noch 3 Volt to go. Aktuell ist da nur diese Velios Lampe an. Kann ich auch wirklich empfehlen. Gibt es bei eBay eventuell noch. Leider ist die Firma aufgekauft worden von einer anderen Firma, die dann pleite gegangen ist. Sehr schade. Und hier habe ich jetzt heute mal den zweiten Akkublock vorbereitet. Da fehlt mir jetzt allerdings natürlich ein Load Balancer. Ich habe im Internet gesehen, es gibt auch Load Balancer für 8 Akkus. Also dann hätte man definitiv, ja, es ist immer noch Kabelsalat, aber es sind halt ein Load Balancer und nicht 6. Ja, und also die sind auch wieder in Serie. Plus minus, plus minus. Und die Idee ist mal, dass man die dann parallel, das heißt ans Minus dieses Blocks schließt, also der Plus an den Plus des Blocks und der Minus an das Minus von dem Block. Allerdings müssen da die Voltzahlen beider Blöcke sollten dann identisch sein. Also das heißt, aktuell hat ja der aktuell entlädt, da hat er viel weniger jetzt Kapazität, weil er ja benutzt wird. Also er hat jetzt 45, der hintere, und der vordere hat über 50. Das wäre jetzt sehr gefährlich, die zusammenzuschließen, scheinbar, weil also alles, was man parallel schließt, da können sehr hohe Ströme fließen. Das heißt, der hintere Block würde dann den vorderen Block laden, und zwar schlagartig, ja. Mit seiner, ja. Und da werden dann Kabel heiß und schmoren. Deswegen werde ich das erst machen, wenn der hintere Block auch wieder über die 50 Volt hat. Das heißt, morgen, wenn hoffentlich die Sonne scheint. In diesem Sinne, weitermachen und dranbleiben und Rutscher. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich habe den linken Balancer getauscht. Das ist ja wie das Kabelchaos. Also ja, man sieht Westech, Westech, Loadchamp. Das sind alles die gleichen Geräte, nur anders gelabelt. Der Loadchamp hat einen defekten Westech ersetzt. Und jetzt können diese vier Batterien tatsächlich auch länger halten. Also die halten jetzt sogar 3 bis 4 Stunden nach Sonnenuntergang. Also es muss wirklich so gewesen sein, dass ein Load Balancer defekt war und ja, sehr viel Strom verbraucht hat, sage ich jetzt mal. Und die Batterien dadurch vorzeitig auch entladen waren. Und auch, ja, ich glaube, so kam es dann auch, dass über Nacht dann irgendwann mal die Batterien so weit tief entladen waren, dass der Masterbau gesagt hat, nee, da lade ich jetzt leider nichts mehr auf. Ja, dann wird die Battery Voltage 45, also hat noch 3 Volt to go. Aktuell ist da nur diese Velios Lampe an. Kann ich auch wirklich empfehlen. Gibt es bei eBay eventuell noch. Leider ist die Firma aufgekauft worden von einer anderen Firma, die dann pleite gegangen ist. Sehr schade. Und hier habe ich jetzt heute mal den zweiten Akkublock vorbereitet. Da fehlt mir jetzt allerdings natürlich ein Load Balancer. Ich habe im Internet gesehen, es gibt auch Load Balancer für 8 Akkus. Also dann hätte man definitiv, ja, es ist immer noch Kabelsalat, aber es sind halt ein Load Balancer und nicht 6. Ja, und also die sind auch wieder in Serie. Plus minus, plus minus. Und die Idee ist mal, dass man die dann parallel, das heißt ans Minus dieses Blocks schließt, also der Plus
an den Plus des Blocks und der Minus an das Minus von dem Block. Allerdings müssen da die Voltzahlen beider Blöcke sollten dann identisch sein. Also das heißt, aktuell hat ja der aktuell entlädt, da hat er viel weniger jetzt Kapazität, weil er ja benutzt wird. Also er hat jetzt 45, der hintere, und der vordere hat über 50. Das wäre jetzt sehr gefährlich, die zusammenzuschließen, scheinbar. Weil, also alles, was man parallel schließt, da können sehr hohe Ströme fließen. Das heißt, der hintere Block und zwar schlagartig, ja, mit seiner, ja. Und da werden dann Kabel heiß und schmoren. Deswegen werde ich das erst machen, wenn der hintere Block auch wieder über die 50 Volt hat. Das heißt morgen, wenn hoffentlich die Sonne scheint. In diesem Sinne, weitermachen und dranbleiben und rutscher.